Im Land der Tataren hat man viel Verständnis für seine Kamele. Diese Farm ist Geburtshaus. Wir wollen hier offene Zonen schaffen und Rückzugsräume, in denen die Tiere Spaß am Sex haben. Na dann, viel Vergnügen. Länder, Menschen, Abenteuer. Heute 20.15 Uhr. Und um 22 Uhr? Eine junge Frau gerät auf die schiefe Bahn. Wir hatten einen Plan und an den halten wir uns. Gibt es Zeug her? Und plötzlich verschwindet sie spurlos. Wissen Sie, ob Ihre Tochter Drogen nimmt? Wo ist sie? Was ist denn, wenn sie tot ist? Ihre Mutter macht sich auf die Suche. Nicht sagen, mitkommen. Das Verschwinden. Die beiden ersten Folgen des Vierteilers heute ab 22 Uhr. Der Abend hier bei uns im NDR. Wir zeigen Ihnen die schönsten Strände. Wir zeigen Ihnen den fröhlichsten Kopfschmuck. Wir zeigen Ihnen die ungewöhnlichsten Motive. Andere Leute nennen das Tattoo, aber es ist viel mehr als das. Wir zeigen Ihnen die Insel Oahu, das Herz von Hawaii. Sie zeigen das nicht diesen Nachmittag, oder? Nö, aber am Donnerstag um 20.15 Uhr. Länder, Menschen, Abenteuer. Hier im NDR. Eine junge Frau gerät auf die schiefe Bahn. Wir hatten einen Plan und an den halten wir uns. Gibt es Zeug her? Und plötzlich verschwindet sie spurlos. Wissen Sie, ob Ihre Tochter Drogen nimmt? Wo ist sie? Was ist denn, wenn sie tot ist? Ihre Mutter macht sich auf die Suche. Nicht sagen und mitkommen. Das Verschwinden. Die ersten beiden Folgen des Vierteilers. Heute ab 22 Uhr. Hier im NDR. Unser Reporter Jan Körner auf Spurensuche. In Niedersachsen sind von einem Hof ungefähr 60 Pferde verschwunden. Einige davon fanden ihr Ende in einem Schlachtbetrieb im Emsland. Viele von diesen Pferden hätten allerdings nie geschlachtet werden dürfen. Wie konnte das passieren? Mehr dazu bei Panorama 3. Heute 21.15 Uhr. Und um 22 Uhr... Er wollte sie fertig machen. Warum? Niemand macht mich fertig. Das haben sie geglaubt. Ich würde für meine Frau alles tun. Das ist deine letzte Chance. Was ist bloß los mit dir? Das Gefühl, ich darf Ihnen das nicht vorenthalten. Oh. Tatort. Zurück ins Licht. Heute 22 Uhr. Der Abend hier bei uns im NDR. Unser Reporter Jan Körner auf Spurensuche. In Niedersachsen sind von einem Hof ungefähr 60 Pferde verschwunden. Einige davon fanden ihr Ende in einem Schlachtbetrieb im Emsland. Viele von diesen Pferden hätten allerdings nie geschlachtet werden dürfen. Wie konnte das passieren? Mehr dazu morgen Abend um 21.15 Uhr bei Panorama 3. Hier im NDR Fernsehen. Er wollte sie fertig machen. Niemand macht mich fertig. Und das haben sie geglaubt. Ich würde für meine Frau alles tun. Zurück ins Licht. Tatort. Heute 22 Uhr. In Deutschland gibt es die meisten Bluttransfusionen weltweit. Jährlich über 4,4 Millionen. Aber eine Transfusion mit fremdem Blut birgt auch Risiken. Wenn man zu viel Blut gibt, dann kann man den Kreislauf überbelasten. Es kann sogar zu Lungenödem kommen, etc. etc. Geht es denn auch mit weniger? Visite heute 20.15 Uhr. Und danach? Schwere Vorwürfe gegen McDonald's in Bremen. Langjährige Mitarbeiter sollen systematisch gemobbt worden sein. Ich durfte nicht auf Toilette gehen. Es war für mich kein Wasser zum Trinken da. Sie wussten, dass ich Diabetes habe. Ich wurde halt richtig gedemütigt. Mehr dazu heute in Panorama 3, 21.15 Uhr. Der Abend hier bei uns im NDR. In Deutschland gibt es die meisten Bluttransfusionen weltweit. Jährlich über 4,4 Millionen.
Aber eine Transfusion mit fremdem Blut birgt auch Risiken. Wenn man zu viel Blut gibt, dann kann man den Kreislauf überbelasten. Es kann sogar zu Lungenödem kommen, etc. etc. Geht es denn auch mit weniger? Visite heute 20.15 Uhr hier im NDR. Wenn sich plötzlich alles dreht und es im Ohr zu fiepen beginnt, könnte das am Nacken liegen. Und dadurch, dass es sehr verspannt ist auf der Seite der Muskulatur, kann es also zu Fehlinformationen an das Gehirn kommen, was dann zu einem Schwindel führen kann. Was dagegen hilft? Dienstag in Visite um 20.15 Uhr hier im NDR. In Uelzen gibt es eine Fabrik, die schon seit langer Zeit dafür sorgt, uns das Leben zu versüßen. Bei Uelzener ZZ-Zucker hat ein Kilo wirklich 1000 Gramm. Denn was man verspricht, muss man auch halten. Und für dieses Kilo braucht man Rüben. Damals wie heute. Als der Zucker in den Norden kam. Unsere Geschichte, made in Norddeutschland. Mittwoch um 21 Uhr. Jedes Mal, wenn ich aus dem Haus gehe, dann das Gefühl, alles guckt mich an und was hat die da? Und das ist natürlich nicht so schön. Ihre schlimmen Entzündungen im Gesicht sind jetzt weg. Die Haut ist ausgezeichnet. Ja, sehr schön. Wie gesundes Essen wahre Wunder bewirkt. Die Ernährungsdocs, heute 21 Uhr, hier im NDR. Ja, cool. Das ist toll, ne? Heute Abend zu Gast bei Tietjen und Bommes. Die Olympiasiegerin im Beachvolleyball und Drillingsmutter Kira Walkenhorst. Der Schauspieler Volker Lechtenbrink. Und die Moderatorin Linda Zervakis. Heute Abend Tietjen und Bommes um 22 Uhr. Schmerz und Leid nach Messerangriffen. Bauchgefühl ist schon, dass es mehr wird. Und dass die Personen, die Messer mit sich führen, oftmals auch immer jünger werden. Was macht die Polizei? 45 Minuten, heute 22 Uhr. Der Abschiebeknast am Münchner Flughafen. Ganz schön groß. Wir haben in diesem Hangar 30.000 Quadratmeter. Und die Insassen? Derzeit sind 2 Personen hier untergebracht. Ach was. Was das alles kostet, heute in Extra 3, 22.50 Uhr. Noch ist nicht alles perfekt auf Chinas Skipisten. Bis zu den Olympischen Winterspielen in 3 Jahren ist noch viel zu tun. Wie die Kommunistische Partei aus China eine Wintersportnation machen will. Heute in unseren Weltbildern um 23.30 Uhr. Zuerst soll der Kaffee die Ziegen zum Tanzen gebracht haben. Mittlerweile macht er die Menschen auf der ganzen Welt ein bisschen wacher. Und was im Norden vor 350 Jahren begann, ist bis heute eine Erfolgsgeschichte. Kaffee ist faszinierend. Kaffee macht wach. Kaffee verbindet die Welt miteinander, ähnlich wie Musik. Das ist die Faszination Kaffee. Unsere Geschichte. Als der Kaffee in den Norden kam. Mittwoch 21 Uhr hier im NDR. Darf ich Sie bitten, mir einfach mal so einen typischen Tagesablauf zu schildern? Wie geht das morgens los mit dem aus dem Bett kommen? Wie ist das da mit dem Waschen der Füße, mit dem Anziehen der Socken? Wie ist das beim Treppensteigen? Pflegebedürftige müssen viele Fragen beantworten, damit der Staat hilft. So, hier ist das Bad umgebaut. Mit einer behindertengerechten Dusche. Viele wissen erst mal gar nicht, was es für Hilfen überhaupt gibt. Kennen sich gar nicht aus in dem ganzen Pflegedschungel. Wie geht das? Pflege. Mittwoch 18.15 Uhr hier im NDR. Die Idee war schon ganz gut, aber es ist mehr Arbeit, als man so gedacht hat. Ne? Man muss überall mit anpacken. Eine Bauernfamilie stellt um auf Bio. Wir sind fix und fertig. Wir haben es uns hier ausgesucht. Veränderungen können auch schön sein. Und diese sind doch schön. Wie aus Schweinen. Jetzt ist gut. Glücksschweine werden. Die Nordstory. Klasse statt Masse. Freitag 20.15 Uhr hier im NDR. Ulf. Jörg. Wie geil die das? Wie geil das? Gut, ja. Ja, macht Spaß. Passt. Du weißt, wie es geht. Es gibt 3 Fragen. Ja. Ja? Mal los. Sägekatz. Bin ich dran jetzt direkt? Du bist jetzt direkt dran.
Ja. Ich mache ja einen super Eindruck. Aber, aber du bist der klügste Norddeutsche. Sonnabend 20.15 Uhr hier im NDR. Arien kann er, aber kann er auch Quizshow? Wer weiß mehr über Mozart als D-Tenor Rolando Villazón? A. Jörg Pilawa. B. Das Expertenteam. C. Niemand. Die Antwort gibt Sonnabend um 20.15 Uhr bei Ich weiß alles, hier im NDR. Das Beste am Norden sind unsere schönen Sonnenuntergänge. Das ist ein Sonnenaufgang. Trotzdem schön.